Ja moin, willkommen zurück zu Chained Echoes. Folge 4 müsste es sein. Wir sind jetzt gerade mit Sienna unterwegs. In der letzten Folge haben wir mit Lena und Rob ein Komplott aufgedeckt. Und wir haben einen Sandwurm gekillt. Der Komplott ist, dass da Leute wieder einen Krieg entfachen wollen. Das wollen wir natürlich verhindern, ist ja klar. Und dann haben wir mit Sir Victor gespielt, der verarscht wurde von Sienna. Er wurde abgezogen. Ja, da musste man irgendwie auf dem Rummel quasi Marken gewinnen. Er wurde verarscht. Und jetzt spielen wir Sienna und sollen hier Sachen klauen. Nichts leichter als das. Ja? Wenn ihr Bock auf dieses Spiel habt, lasst gerne ein Abo da und lasst einen Daumen nach oben da. Würde mir sehr helfen, würde mich sehr freuen. Ich finde das Spiel bis jetzt sehr, sehr cool. Ab geht's. Nein, nein, nein. Jetzt da zurückkehren ist natürlich blöd. Wir sollen nach Sachen zum Stehlen Ausschau halten. Hier, hallo. Dieser Kerl ist ziemlich besoffen. Er ließ sogar seine Brieftasche auf der Theke liegen. Wenn mich niemand sieht, könnte ich Brieftasche stehlen. Was tust du da? Ich habe sie auch beim Stehlen erwischt. Ich habe die Brieftasche. Nichts wie raus hier. Ah! Geil. Okay. Was ist mit dir? Nichts. Ach, genau. Sie kann ja, hat jetzt auch einen, hat neue Skills, meine ich. Ausrüstung. Sie hat einen Katana. Oh boy. Und sie ist Angriff. Kann auf jeden Fall, ist körperlicher Angriff sozusagen. Okay. Hat sie für Talente? Yokogiri, ein körperlicher Angriff, der 1,1-fachen Schaden verursacht, kann Blütensturm auslösen. Was auch immer Blütensturm ist. Dass das jemand, mir jemand sagt. Langfinger, stiehlt dem Ziel mit einem Gegenstand mit einer Chance von 80%. Oh, okay. Konter. Kontergeschwindigkeit erhöht, Geschicklichkeit, Chance von 20% den körperlichen Angriff eines einzelnen Ziels zu kontern, indem dieser Wert um 10% verstärkt wird. Okay. Geil. Ach, Blütensturm hier. Ein körperlicher Angriff, der dreifachen Schaden verursacht, muss von anderen Fähigkeiten aktiviert werden. Dann erlerne ich den doch mal. Jo, X-Hieb verursacht 5 Runden lang Blutung, kann Blütensturm auslösen. Ui. Mehr Crit-Chance, ja. Erhöht Crit um 5%. Hier auch nochmal. Ne, Crit-Prozent plus 5. Und hier erhöht sich Crit um 5%. Was anderes. Erstmal ist Stats-Booster dann besser. Untotenkiller, Drachenkiller. Dann nehmen wir hier im. Ne? Mehr Crit. Geschicklichkeit. Ach, geschickt. Das ist nicht Geschwindigkeit, das ist Geschicklichkeit. Oh. Aber Geschicklichkeit ist wahrscheinlich auch Geschwindigkeit. Hoffe ich. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal, wie sich das dann äußert. Ups. Moin, wer bist du? Die meisten importierten Waren sind Luxusgüter wie Wein oder Zigarren. Grundnahrungsmittel stammen aus eigenem Anbau. Wegen des Krieges kann es vorkommen, dass wir mehr Wein als Lebensmittel zur Verfügung haben. Wenn du mich fragst, gibt es viel Schlimmeres. Geil. Saufen! Was haben wir hier? Aha. Aha. Ich würde gern. Ah ja. Ja. Nein. Ich kann hier rein. Entschuldigung. Ja. Was ist das? Abführmittel? Ich frage mich, wofür ich sie verwenden könnte. Ich werde sie allerdings nicht zu meiner Ausbeute zählen. Moin. What the hell? Was treibt ihr hier? Oder besser gesagt, wie seid ihr hier reingekommen? Ich habe die Tür von innen verschlossen. Da ist jemand, da ist ein Kuchen auf deinem Kind oder was das ist, Junge? Okay. I don't judge.
Ja? Haben wir auf jeden Fall Abführmittel. Hallo? Wie komme ich denn hier wieder raus? Ach, hier wahrscheinlich einfach. Durch die Vordertür, natürlich. Wieso auch nicht? Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich das Abführmittel irgendwo benutzen. Um an Kohle zu kommen. Beziehungsweise um irgendwas zu klauen. Tür ist verschlossen. Ja? Sie nennen Fahnensport die tanzende Stadt. Und weißt du warum? Wir lieben tanzen, singen und trinken. Auch wenn wir schwere Zeiten durchmachen, versuchen wir immer unser Lächeln zu bewahren. So sind wir eben. Ja, klingt ganz geil, die Stadt eigentlich. Nicer Hintergrund. Cool. Spiel ist sehr, sehr hübsch, meiner Meinung nach. Dem Ofen kocht eine Mahlzeit. Füge die Abführmittel hinzu. Oh, was rieche ich da? Ich denke, meine Mahlzeit ist fertig und kann gegessen werden. Geil. Wir sind auch voll versteckt. Ich dachte, es würde länger dauern, aber das hat einwandfrei geklappt. Lasst es euch schmecken. Erstmal einen Moonwalk machen. Was haben wir denn da? Heiliges Wasser. Ah, mein Bauch. Tut weh. In ein paar Stunden geht es ihm wieder gut. Sollte nicht dorthin zurück. War jetzt sinnlos? Wir waren einfach nur scheiße zu dem? Wir hätten es auch so klauen können oder was? Krass. Das Leben an einem so riesigen Ort macht das Reisen zu einer wahren Qual. Deshalb haben wir diese Eisenbahn. Anfangs war es sehr teuer und nur die Reichen konnten es sich leisten. Aber dank Kanzler Sigurd sind jetzt alle Fahrten kostenlos. Ach geil. Manchmal ist sie ziemlich voll. Deshalb benutzen die Adligen sie nicht mehr. Ich denke, heutzutage bevorzugen sie Fluggesellschaften. Öffis umsonst? Holy shit, ich glaube, ich ziehe um, ey. Wer bist du denn? Dieser Kerl schläft. Ich sehe einen Schlüssel an seinem Gürtel hängen und in seinen Taschen befinden sich ein paar Münzen. Moment. Hey, ich bin aus Tormund hierher gekommen, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Kannst du mir eine gute Gaststätte empfehlen? Die Treppen hoch, die ist ziemlich toll. Oh, tatsächlich, vielen Dank. Ich mache mich gleich auf den Weg. Jetzt ist er nämlich weg. Und jetzt können wir den beklauen hier. Geil. Schnapp dir beides. Die Kohle und den Schlüssel. Verwende den Schlüssel, um in das Haus einzubrechen. Oh ja. Genau das werden wir tun. Dafür habe ich den... Ja, okay. Wollte gerade sagen, dann öffne doch auch das... Öffne das doch auch. Muss einfach nochmal drücken. Nichts. Ui, da liegt jemand. Da ist jemand. Scheint zu schlafen. 50 Arg, ist das alles? Papa! Oh oh. Sieht so aus, als hätte sie Fieber. Ihr Vater sollte sie zu einem Arzt bringen. Also, ich denke, ich bin hier fertig. Damn. Was für ein Durcheinander. Arztrechnung. Sie muss schwer krank sein, so kostspielig. Ach ja, und ich soll mich schlecht fühlen, weil ich sie bestohlen habe. Jeder muss einen Weg zum Überleben finden. Ich gehe. Wow. Gut, gut, du gewinnst, armes, krankes Kind. Verschwinde besser von hier. Okay. Okay. Hat sie doch nicht, ihn doch nicht beklaut. Alles klar. Hey, du! Was? Rothaarige Dame, komm her! Nö. Wo sind wir da? Oh boy. Oh. Ah, ihr seid's also. Behandelt man denn so eine Lady? Wir haben genug von dir. Bisher haben wir dich noch sanft angepackt. Erinnerst du dich an den Hafen von Wirmeier, die Taverne am Roten See, den Marktplatz von Gordia? Wie oft hast du uns schon verarscht, Sienna? Verarsche niemanden. Ich werde nur falsch verstanden. Du hast unseren Namen durch den Dreck gezogen. Weg, Dreck. Alter, was hat der für einen Nasenring? Guckt euch das an. Holy moly.
Wir haben zu oft die Zeche gezahlt, Sienna. Zeit, Kasse zu machen. Wo ist sie? Wo ist die Himmelskaiser? Gib uns dein Schiff. Sie hat ein eigenes Schiff? Sorry, meine Lieben, kann ich nicht, hab's verloren. Sie hat ein Schiff. Dein Schiff verloren? Und das sollen wir dir glauben? Du lügst doch. Ich habe beim Glücksspiel auf die falsche Karte gesetzt. Ein Händler aus Arcadia hat sie jetzt. Lügnerin, wir sollten sie töten. Er hat recht, wenn wir weiter mit ihr verhandeln, bereuen wir es am Ende noch. Lasst sie uns kalt machen, dann haben wir zumindest unsere Ehre zurück. Nein, so einfach machen wir es ihr nicht. Sie muss noch für etwas gut sein. Das Morgenblau-Juwel? Du willst, dass sie das Juwel klaut? Sei nicht dumm. Würde uns eine Menge Ärger sparen, wenn sie es macht. Macht es nicht so spannend, spuckt schon aus. Wir machen dir ein Angebot. Klau das Morgenblau-Juwel aus der Schatzkammer des Palasts. Ihr wollt, dass ich in den Palast einsteige? Wir nutzen das Fest zu unserem Vorteil. Vorteil, Vorteil. Glaub, dass das keine gute Idee ist, Bruder. Wir haben nichts zu verlieren. Wir wollten die Hektik von heute nutzen, um den Stein zu bekommen, aber dann hast du bemerkt, dass es immer noch zu gefährlich ist und deswegen willst du, dass ich meinen Hals riskiere. Bin vielleicht eine Betrügerin, aber keine Einbrecherin. Wir sind zwar gerade in ein Haus eingebrochen, aber egal. Ist das so? Ich dachte, die rote Succubus kann sein, was immer sie will. Wir haben alles vorbereitet. Wir haben eine Karte der Kanalisation und Zugang dazu. Man sagt, du bekommst alles, worauf du ein Auge geworfen hast. Kein Hindernis sei zu groß für dich. Deine plötzlichen Komplimente kommen unerwartet. Also gut, da ihr so nett fragt, wird die rote Succubus zum Einbrecher, dieses eine Mal. Aber die stinkende Kanalisation? Gibt es keinen anderen Weg? Dann werd halt zur Ratte. Kein Quatsch mehr hier. Du tust, was wir dir sagen. Wenn das die Schuld mit euch begleicht, werde ich es gerne machen. Nein, nein. Der Stein ist wertvoll, doch nicht genug, um all deine Schulden zu begleichen. Aber lass es uns so sagen. Wenn du uns den Stein besorgst, werden wir deutlich netter sein. Kannst kaum erwarten. Also, wie sieht der Plan aus? Schneller, die Lieferung war für heute Nacht vorgesehen und ich friere zudem. Ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft. Hör auf zu jammern. Nicht schon wieder? Das hat sich komisch angefühlt, das war kein gewöhnliches Beben. Oh, sind wir jetzt Erdbebenexperte oder was? Wenn du noch mehr Erdbeben willst, kann ich dich ja ohrfeigen. Dann hast du was zum Analysieren auf dem Heimweg. Jetzt komm! Ja, ich komme. Was ist jetzt? Ich habe Franz Sport noch nie so erleuchtet gesehen. So viele Menschen, die das Fest genießen. Überraschend, nach so einem langen Krieg. Ich hätte was anderes erwartet. Das geht mir langsam auf die Nerven. Seltsam, ist dir immer noch kalt? Jetzt, wo du es sagst. Nein, ich denke nicht. Heidewitzka! Oh bitte, ein Dämon soll mich holen, wenn das ein normales Erdbeben ist. Uff! Ah! Was ist das? Holy fuck. Ein Dämon? Okay. Auf dem Weg nach Farnsport. Ui. Was Großes mit großen Klingen als Hände? Ah ja. Hört ihr die Musik? Das Bankett hat begonnen. Ich sollte da oben auf dem Marmorboden tanzen, statt hier unten knietief im Wasser zu warten. Willst du, dass wir deinen Mund stopfen? Nein? Dann halt die Fresse. Geil. Hier, nimm die Karte. Es gibt nur diesen Eingang und das ist der Schlüssel. Den behalten wir bei uns, um sicherzustellen, dass du wieder hier auftauchst, wenn du den Edelstein hast. Es gibt nur den einen Ausgang. Komm nicht auf dumme Ideen. Und deshalb schließen wir hinter dir ab, wenn du drin bist. Ohne uns kommst du nicht raus. Danke für euer Vertrauen. Und jetzt beeil dich. Ob wir sie jemals wiedersehen? Vermutlich nicht, aber man weiß ja nie. Man sagt, ihre Erfolgsquote ist sehr hoch. Naja, ich schließe dann mal ab. Was? Der Schlüssel? Wo ist... Unmöglich, sie hat den geklaut. Aber wann? Du Trottel, sollen wir sie verfolgen? Nein, wir warten einfach. Es gibt ja dennoch nur diesen einen Ausgang. Naja, glaube ich nicht. Geil, wie sie einfach alle immer verarscht. Kanäle von Naslin. Erinnert mich irgendwie alles hier an Final Fantasy XII, muss ich sagen. Die kennen mich aber schlecht, wenn sie glauben, dass diese Kanalisation das Schlimmste ist, durch das ich hier gekrochen bin. Da ist man doch auch am Anfang, gab es so ein Fest und dann ist man durch eine Kanalisation und so.
Haben wir irgendwas bekommen? Nein. Kann ich? Warte mal. Ich weiß leider echt jetzt nicht mehr, was FP sind. Oder wie man die benutzt, leider. Oh. Hallo, kleine Fledi. Okay, das ist ein Gegner. Ich hab mir fast gedacht. Man kann von der nichts stehlen. Ich greife einfach mal an. Gucken, ob wir irgendwann Blüten... Konter, Geschicklichkeitsstärkung, Geschicklichkeitsstärkung. Okay. Yokogiri machen wir mal. Blütensturm? Schade. Blütensturm? Nee. Okay. Da ist eine Truhe, an die wir noch nicht kommen. Da ist... War was. Wir warten. Hier kommen wir nicht hin. Nee, 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 nee. Ich will erstmal die Truhe haben. Erstmal die Truhe. Da. Mhm. Zinnerz. Wahrscheinlich fürs Craften oder so. Ah, das Spiel spielt sich echt smooth. So, das Rumlaufen und so. Echt geil. Hallo, kleine Fledi. Ich glaube, die hat, Ach, das ist ein AOE, by the way. Ups. Blütensturm aktiv. Ah. Ah, okay. Ich dachte, das wird dann automatisch aktiviert. Eieieiei. Okay. Sienna? Auf jeden Fall my girl. Holy shit. Mit der werden wir viel Spaß haben. Oh ja. Schön einfach nur auf Crit gehen und alles wegklatschen. Was ist das? Etwas kommt. Oh oh. Jo! Ein Kraken in der Kanalisation? Du scheinst hungrig nach was Großem zu sein. Ich hoffe, du verschluckst dich nicht dran. Alleine gegen so einen fucking Kraken oder was? Oh, what? Glenn und Kilian? Was zum? Endlich frische Luft. Du sagst das in einer Kanalisation. Alles ist besser als Oktopus-Innereien. Ich will euch ja nicht unterbrechen, aber ihr seid noch nicht von der Speisekarte gestrichen. Bereite den Zahnstocher vor, Glenn. Und ich überlege gerade, wir haben mit 6 Leute kennengelernt. Außer der Fisch und der Löwe kommen auch noch dazu, dann haben wir schon alle kennengelernt. Es gibt, glaube ich, 8 Leute. Ja! Ach, der haut einfach wieder ab. Okay. Es ist geflohen. Ich hoffe, es kehrt nicht zurück. Ah, geboren in der befestigten Stadt Golgotha. Als er 12 Jahre war, wurde er von Bund des Eisernen Bullen, einer Gruppe von Söldnern, befreit. Da er nirgendwo hin konnte, schloss er sich der Gruppe an und entdeckte seine Liebe für Technik. Mit seinem Talent schwor er, wurde er schnell zum besten Himmelsreiter der Söldner. Seit dem Vorfall vor einem Jahr suchte er nach Hinweisen über den Stein, der all das verursacht hatte. Was zum Henker habt ihr zwei in diesem Monster getan? Nun, wir waren auf einem einfachen Spaziergang durch die Kanäle, als der Krake aufgetaucht ist und uns verschluckte. Die rechte Hand des Kommandeurs des Bundes des Eisernen Bullen. Er trat den Söldnern nicht aus Notwendigkeit bei, sondern aufgrund seiner Ambitionen. Er wollte, dass die Gruppe Macht und Ruhm bekam, sodass sie eines Tages zu den stärksten Armeen von Eldrea gezählt werden würde. Damit wollte er die Welt zu einem besseren Ort machen. Keinen Sinn, aber gut. Ein Spaziergang? Was habt ihr zwei an diesem Ort vor? Wahrscheinlich das gleiche wie du. Ich? Oh, ihr wolltet also die Standhaftigkeit der Mauern prüfen. Haha, du willst dich in den Palast schleichen, wa? Das Bankett ist eine gute Gelegenheit dafür. Bist du hinter Schätzen her? Wer weiß, diese alten Wände müssen definitiv inspiziert werden. Wir wollen auch etwas aus dem Palast, aber kein Schatz. Wie wäre es mit einer Allianz, bis wir durch die Kanalisation sind? Was? Glaubst du, das ist klug? Wir kennen sie nicht. Genau, wieso sollte ich euch trauen? Vertraue darauf, dass wir dich bisher am Leben gelassen haben. Wir sind in der Überzahl. Denk daran. Und ihr traut mir?
Vertraue darauf, dass du dich nicht mit zwei Söldnern anlegst. Hm. Wenn uns am Eingang ein gigantischer Oktopus erwartet, will ich nicht wissen, wie es weiter unten aussieht. Ich stimme eurem Vorschlag zu. Ausgezeichnet. Mein Name ist Kilian und das ist... Na na, ich brauche eure Schwerter, nicht euren Namen. Brechen wir auf, meine Schätzchen. Ich behalte dich im Auge. Du bist nicht der erste Mann, der das sagt. Das wird ein Spaß. Geil. Okay. Die laufen mit uns rum. Nice. Können wir leveln? Oh ja. Die können auch leveln. Warte mal, wie... ups. Kilian. Angriff und Abwehr. Beide, Angriff und Abwehr. Aber Kilian ist doch eigentlich... Ja. Der Heiler. Okay, warum... Achso. Ah ja, jetzt sehe ich's. Warum hat der mehr Angriff? Weird. Er macht halt Schaden auf alle. Was haben die für Passive? Giftwiderstand. Gegner brauchen eine Runde länger, um diese Beeinträchtigung zum ersten Mal anzuwenden. Feuerwiderstand. 15% gegen Feuer, okay. Du verringert die Geschicklichkeit des Ziels um 20%. Ja, sagt mir doch mal, was Geschicklichkeit überhaupt macht. Ihr werdet eine Stärkung, die 5 Runden lang bei jedem Treffer TP generiert. Aber nur für sich selbst, okay. Chance von 5%, eine Fertigkeit ohne TP-Kosten auszuführen. Ja, als Heiler ist das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, ich gebe ihm auch mal Beinarbeit. Ich schätze mal, Geschicklichkeit ist Geschwindigkeit. Ölhieb. Fügt 2 Runden lang Öl zu. Energieleihe. Stellt 50 TP wieder her. Ah, wir können jemand anderem TP geben. Okay. Menschenkiller. Ich glaube, mit ihm gehe ich halt einfach... Will ich den Ölhieb? Oder will ich... Menschenkiller? Ach so, warte mal. Da sieht man jetzt die Typen auch. Das ist ein körperlicher Angriff. Das ist eine Schwächung, eine gegnerische Schwächung. Das ist Heilen. Schwächung, das ist Buff. Okay. Und das ist Unterstützung. Ah. Mehr Angriff mit dir. Und den Ölhieb. Okay. Wahrscheinlich können wir dann mit einem Feuerangriff auf einen eingeölten Gegner irgendwie mehr Schaden verursachen. Wie kommen wir da hinten hin? Okay, da war eine Plattform, die lang fährt. Oh no. What the fuck? Okay. Können wir jemanden beklauen? Oh ja. Kanaltaucher. Zinnerz. Autsch. Schwäche Wind. Wir haben aber keinen Feuerangriff, also es ist eigentlich egal. Komm mal auf den Kanaltaucher drauf. Dir mache ich, gehe ich auf alle. Sind wir im Overdrive? Okay. Autsch. Yokogiri. Yokogiri geht auch auf alle. Ah, okay.
Ah ne, Yokogiri geht auf alle. Alter. Und Blütensturm auf einen. Ja, so ist es. Gehen wir auf die Fledermaus. Damn, okay. Verlorene Wasserflasche. Ja, machen wir auch mal hier. Auf alle. Yokogiri. Noch kein Crit haben wir gesehen. Blütensturm aktiv. Geil. Kreuzhieb. Auf ihn. Da war ein Crit. Aber nicht bei ihr. Helfende Hand. Auf sich selbst. Blütensturm. Und der müsste jetzt weg sein. Schlitz. 192 Schaden. 3 FP erhalten. Ah, hier können wir jetzt... Jo. Da gleich hin. Hier. Ja. Ah, ne. Doch. Kokosfaser. Aha. Okay, da ist noch eine Truhe. Ah, man kann mit dem rechten Analogstick so rumgucken. Okay, das ist natürlich geil. Nein, ich wollte nicht da drauf. Ach, scheiße. Okay. Wir gehen nochmal zurück, glaube ich. Ich habe keine Karte. Ich wollte gerade sagen, wir können ja die Karte angucken. Ah ja, ist auch nur optional. Magie Overdrive. Wenn Overdrive einen magischen Fertigkeitstyp erfordert, wird dieser ausgelöst. Ach so, kann man einfach benutzen. Dann im richtigen Moment. Ja, wenn jetzt ein Charakter den Fertigkeitstyp nicht hat oder so. Gegenmittel für Vergiftung. Einmal bitte speichern. Ja. Hallo? Leute, hier? Was mache ich hier? Tja, wie wäre es, wenn ich einfach keine Fragen stelle und ihr auch nicht? Okay, einfach ein Händler. Weird. Okay. Hat aber nichts, wirklich. Beute. Kann man die verkaufen? Beute kann nur verkauft werden. Durch den Verkauf werden möglicherweise neue Deals freigeschaltet. Nein! Hä? Weird gemacht. Nein. Also ich meine, mein Gott. Hä? Neue Deals bei einem Gegner? Bei einem Händler? Oder generell? Weiß es halt nicht. Oh oh. Wenn ihr hier weitergeht, gibt es für eine Weile kein Zurück. Okay. Dann gehen wir da natürlich noch nicht lang. Wir brauchen AOE jetzt gerade. Zwei Crits. Nice. Und er heilt halt erstmal alles einfach. Den Kanaltaucher gehen wir. Bam. Yokogiri auf alle. Schlitz. Ein Crit. Und Blütensturm ist aktiv. Nice. Du haust auch nochmal auf alle drauf. Blütensturm auf ihn, der ist weg. Schön. Süßigkeiten, Stärkungs-Overdrive. Genau das gleiche, nur mit Stärkungszaubern. Robustes Aketon.
kannst das ja aus. Ist einfach besser, okay? Eine Art leichte Rüstung. Der physisches. Gehen wir, glaube ich, ihm, also Kilian. Okay. Ja. Ui, noch ein Angriff, okay. Mhm. Schwupp. Bam, bam. Geschicklichkeitserhöhung. Okay, ja, mach uns Schaden, heilt euch nicht. Bitte. Schwupp. Ja, hol ihn mal weg. Mhm. Nee, klau mal was. Greif an. Greif's auch an. Und du machst ein Kreuz hier auf ihn. Kreuzhieb. Sie hat, glaube ich, noch nicht einmal gekrittet, ey. Okay. Okay, das war's. Mehr ist sie nicht. Okay, das nächste Mal gehen wir dann da hoch. Da geht's dann eine Weile nicht mehr zurück, ne? Wie das Spiel uns mitgeteilt hat. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie alle Charaktere connecten. Wir werden es sehen. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.